9 schnell wachsende und anspruchslose Bodendecker für Ihren Garten. Viele Bodendecker sind schnell wachsend und anspruchslose Pflanzen, die ein oder andere Art neigt allerdings auch zur Trägheit. Mit dem Begriff Bodendecker werden diverse Stauden und andere Gehölze bezeichnet, die nur eine geringe Wuchshöhe erreichen. Sie wachsen im Allgemeinen sehr dicht und sind besonders robust. Einige Sorten zeigen zusätzlich einen ansehnlichen Blatt- oder Blütenschmuck. Sie wachsen oft sommergrün, halten ihre Farbe aber auch über das ganze Jahr. Bei einer geschickten Pflanzung sorgen sie für einen ansehnlichen Garten während des gesamten Jahres. Sie können dazu auch hilfreich in ihrem Garten sein, zum Beispiel um Unkraut zu vertreiben und aus ihren Beeten fernzuhalten. Vor der Bepflanzung mit Bodendeckern bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung des Bodens. Unkräuter und Rasenboden sollten restlos entfernt sein. Dabei ist besonders der Giersch im Auge zu behalten, dazu aber auch alle anderen hartnäckigen Wurzelunkräuter. Die Erde wird mit Sand oder Kompost angereichert, entsprechend der Art, die zur Pflanzung vorgesehen ist. Ist dies erledigt, sollten Sie den richtigen Bodendecker für Ihren Garten aussuchen. Zum Beispiel das Andenpolster. Das Andenpolster ist eine wintergrüne Polsterstaude, die sich perfekt als schnell wachsender und anspruchsloser Bodendecker eignet. Die Pflanze stammt aus Südamerika, im Frühsommer erscheinen ihre kleinen gelben Blüten. Ihr rosettenartiger Wuchs gilt als Besonderheit der Pflanze, wie auch die geschnitzte immergrüne Belaubung. Der Boden des Gartens sollte für das Andenpolster durchlässig sein, der Standort halbschattig bis sonnig. Die Verwendung der Pflanze im Garten ist vielseitig, ob als skurriles Gewächs in einem Steingarten, als Rasenersatz zwischen den Trittsteinen, auch als Trog- oder Kübelbepflanzung. Sehr gut eignet sich die Staude auch für die Grabgestaltung an einem hellen Standort. Die Wuchshöhe erreicht bis zu 10 cm. Sie sollte einzeln oder in kleinen Gruppen gepflanzt und vor starken Frösten geschützt werden. Die Elfenblume. Elfenblumen heißen auch Sockenblumen und es sind ungefähr 50 Arten der Pflanze bekannt. Sie wachsen im Süden der Alpen, in Afrika und sind bis nach China verbreitet. Bis zu 30 cm Höhe kann das Gewächs erreichen, das zwar zu den Stauden gehört, Wurzeln und die Basis der Stängel sind allerdings meist verholzt. Viele Arten haben deshalb einen Halbstrauchcharakter. Außerdem gehören sie zur Familie der Berberitzengewächse, die hauptsächlich von Gehölzen gebildet wird. Auf humusreichem Boden wachsen die ostasiatischen Verwandten und sind im Allgemeinen sommergrün. Immergrünes Laub tragen aber die Pflanzen aus Europa und Vorderasien. Im Frühjahr wird deren Laub überwachsen, der frische Austrieb zeigt sich oft exzentrisch bronzefarben gemustert. Der natürliche Standort ist der Wald, gern auf mäßig trockenem Boden. Aber auch mineralische, humusarme Erde bietet eine gute Grundlage für das Wachstum. Aus westlichen und ostasiatischen Arten sind im Laufe der gärtnerischen Nutzung diverse Hybridsorten entstanden. Schnell wachsend und anspruchslos. So kennt man den gemeinen Efeu. Nicht nur als Bodendecker. In Eichen- oder Buschmischwäldern, Auwäldern, in Gebüschen, an Mauern oder Felsen kommt der gemeine Efeu vor. Die einzige immergrüne Kletterpflanze, deren Heimat Mitteleuropa ist. Das Gewächs ist ein Selbstklimmer, sogar an glatter Betonwand findet es Halt. Bis an die 20 Meter klettert der Efeu nach oben. Ein Alter von bis zu 500 Jahren kann erreicht werden. Mit der Zeit bilden sich Stämme, die einen Meter Durchmesser haben können. Auf fast jedem Untergrund verankern sich die kleinen Haftwurzeln, mit denen er klettert. Nach der Anpflanzung wächst der Efeu zunächst etwas träge, folgt aber ein Rückschnitt, sind Jahrestriebe mit einer Länge von etwa einem Meter möglich. Die ältere Pflanze entwickelt unvermittelt aufrechte Triebe, etwas dicker, die nicht mehr klettern. Die Farbe der jungen Triebe ist grün oder braunrot, ältere Äste und Zweige wechseln ins helle Grau. Zahlreiche Gartenformen wurden im Lauf der Zeit selektiert, denn die immergrünen gegenständlichen Blätter sind äußerst variabel. Dunkelgrüne Blätter hat die Wildart mindestens 3- und bis zu 5-fach gelappt. Rauten und auch herzförmig sind die Blätter der älteren Gewächse. Manche Arten des Efeus färben sich bei niedriger Temperatur im späten Herbst rot bis dunkelrot, auch rosa oder bronzefarben. Als Standort bevorzugt der Efeu luftfeuchte, schattige Orte. Ausreichend feuchter Boden ist aber bei Sonneneinstrahlung Voraussetzung. Sorten mit buntem Laub wie Goldheart sollten aber 2, besser 3 Stunden am Tag der Sonne ausgesetzt sein, dann färben ihre Blätter gut aus. Die Bodenverhältnisse können nährstoffreich und kalkhaltig sein.
Die Kletterpflanze ist jedoch auch anpassungsfähig. Durchwurzelter Boden stellt kein Hemmnis für das Wachstum dar, nur frisch, auch feucht sollte der Untergrund sein, auch alkalisch. Allerdings gedeiht der Efeu sogar auf saurem Substrat. Das große Immergrün. Zu den Hundstiftsgewächsen gehört das große Immergrün. Vom zentralen bis westlichen Mittelmeergebiet führt die Verbreitung bis hin nach Vorderasien. In der Natur ist dieser Halbstrauch allerdings selten anzutreffen. In seltenen Fällen findet man ihn an einem schattigen Platz im Wald oder nahe von Bächen und Hecken. Das große Immergrün zeigt sich äußerst robust. Seine kriechenden Triebe werden bis zu einem Meter lang. Die Pflanze webt schnell einen grünen, lockeren Teppich aus dunkelgrünen Blättern. Bis zu 30 cm Höhe werden erreicht. Die Knoten der Ranken bilden bei Kontakt mit dem Boden Wurzeln, mit denen sie sich verankern. Blütezeit der blau-violetten Blätter ist April und auch Mai. Dann wieder vereinzelt im Herbst. Die Blütenränder, 5 cm groß, entfalten sich an länglichen Stielen in die Blattachseln auf dem Laubteppich. Dessen grünes Geflecht verstärkt ihre Strahlkraft. Mit weißem Blütenschmuck glänzt beispielsweise Alba, eine besondere Sorte des großen Immergrün. In der Blütezeit wird das Gewächs gerne von Hummeln und Bienen, auch von Schwebfliegen, aufgesucht. Die Haselwurz. Ein weiterer Bodendecker, der schnell wächst und anspruchslos ist. Die Haselwurz wird auch heimische, gewöhnliche oder europäische Haselwurz genannt. Gefunden wird das Gewächs in nördlichen Regionen Südeuropas bis hinauf nach Sibirien. Feuchter, kalter Waldboden, der auch kalkhaltig sein kann, ist ihr Metier. Bereits im 13. Jahrhundert wird sie auf der britischen Insel kultiviert. Als Heilpflanze konnte sie sich schnell etablieren. Bei zu hoher Dosierung ist sie allerdings giftig und findet deshalb im 18. Jahrhundert als Brechmittel Verwendung. Von daher resultiert die unschöne Namensgebung Brechwurz. Als Haselwurz bezeichnet, verweist der Name auf den häufigen Fundort unter Haselnusssträuchern. Diese ausdauernde, krautige Waldstaude zeigt sich wintergrün, bildet über dem Boden kriechende Stängel aus. Die maximale Höhe ist mit 15 cm erreicht. Die Haselwurz ist ein zunächst langsam wachsender Bodendecker, nach einiger Zeit bilden sich aber schnell große Kolonien. Die langstieligen Blätter fühlen sich ledrig an, glänzen dunkelgrün in ihrer Nierenform, laufen an den Rändern oft zartrötlich an. Würziger Pfeffergeruch wird von ihrem Laub verströmt, das auch während des Winters seine dunkelgrüne Farbe erhält. Die Form ihrer Blätter gibt der Pflanze auch die Namen Hasenohr oder gar Hasenöhrlein. Die immergrüne Kriechspindel. Die immergrüne Kriechspindel ist ebenfalls ein immergrüner Bodendecker, der als ausgesprochen frosthart gilt. Schnell und besonders dicht wird der Boden überzogen, dem Unkraut wird mit der Bepflanzung nachhaltig vorgebeugt. Die Begrünung von Wäldern findet des Öfteren statt, Gartenmauern werden mit der Kriechspindel belebt, sogar an alten Bäumen hält sich das Gewächs gerne auf. Auch Kletterspindel genannt, gehört die Pflanze zu den Spindelbaumgewächsen. Der Gattungsname ist griechisch und bedeutet von gutem Ruf. Wenn damit gemeint war, dass die Pflanze als besonders pflegeleicht gelten kann und diverse Aufenthalte akzeptiert, wurde der Name zu Recht gewählt. Die Wuchsform kann kriechend sein, aber auch die Ausbildung zur Kletterpflanze wird häufig angetroffen. Selbst der tiefste Schatten wird der Pflanze nichts anhaben. In Mitteleuropa zählt sie zu den widerstandsfähigsten und ausdauerndsten Kleinsträuchern, die im Freien kultiviert werden. Dabei ist ihre Heimat das ferne China, nämlich der Westen und die Mitte des asiatischen Landes. Die Kriechspindel wächst entweder ihrem Namen entsprechend kriechend am Boden oder sie bildet Haftwurzeln aus. Mit diesen wächst sie meterweit in die Höhe, dabei bildet sie dichtes Laub. Ihre Blätter haben eine Länge von 2 bis 6 cm, elliptisch, auch eiförmig und nach vorne spitz mit breiter, keilförmiger Basis. Die Farbe der Blätter ist dunkelgrün mit einem feinen, auch kerbig gesägten Rand. Die Pflanze blüht im Juni und im Juli mit grünlich-weißen, vierzähligen Blüten, die mit 15 oder 20 Exemplaren in Zymen stehen, einer Verzweigungsart mit einer Blüte an der Spitze. Aber die Blütenstände erreichen nur eine Breite von etwa 5 mm, deshalb bleiben sie doch sehr unauffällig. Kugelige Kapseln sind die Früchte der Kriechspindel. Von weißlich-grüner bis rötlicher Färbung. Einige der ohnehin sehr beliebten Sorten erhöhen ihren Zielwert zunächst, indem sie sehr viele der Kapselfrüchte ausbilden.
Der Hobbygärtner vernimmt erfreut, dass die Pflanze das schattige, gar das vollschattige Milieu bevorzugt. Wird mehr Sonne als im Halbschatten geboten, kann regelmäßiges Wässern helfen, aber dann will das Gedeihen nur zäh gelingen. Grundsätzlich jedoch gelingt diesem robusten Gewächs das Arrangement mit jedem Gartenboten. Nur mäßig trocken, besser gut feucht und durchlässig sollte der Untergrund aber sein. Auch in Hinsicht auf den pH-Wert zeigt sich das weite Toleranzspektrum der Kriechspindel. Von schwach sauer bis zu alkalisch wird alles genommen. Kriechmispel Coral Beauty. Coral Beauty ist eine rasant wachsende Kriechmispelsorte. Das Gebilde erreicht eine Höhe von bis zu 50 cm. Nach weißer Blüte im Sommer erscheinen die leuchtenden roten Beeren. In Herbst und Winter eine wichtige Nahrungsquelle der ansässigen Vögel. Ansprüche an den Standort des Aufwuchses stellt die immergrüne Pflanze nicht. Sonne und Schatten sind gleichermaßen willkommen. Die Kriechmispel benötigt keine große Pflege und hat eine hohe Schnittverträglichkeit. Die Kombination mit Efeu gelingt der Kriechmispel gut, die auch Teppichmispel genannt wird. Im Jahr wachsen dem teppichbildenden Zwergstrauch bis zu 20 cm hinzu, in bogigen Trieben, oberirdisch kriechend. Das Blattwerk erscheint dunkelgrün und glänzend, die Blüte dauert von Mai bis in den Juni. Aufgrund seiner außerordentlichen Robustheit eignet sich das Gewächs auch für die Böschungsbepflanzung. Die Zwergmispel. Mit der Bezeichnung Zwergmispel werden ungefähr 90 Arten benannt. Alle der Gattung der Kernobstgewächse angehörend, die wiederum der Familie der Rosengewächse zugerechnet werden. Verbreitet ist die Pflanze in Südafrika, Asien und hier in Europa. Das Vorkommen hat aber seinen Schwerpunkt im Himalaya, auch in China. Die unterschiedlichen Arten sind entweder immer oder nur sommergrün. Der Boden muss für die Bepflanzung keine besonderen Merkmale aufweisen. Die Pflanze ist überaus genügsam und mit der normalen Mineralienkomposition im Hausgarten vollauf zufrieden. Beim Ausbringen mehrerer Gehölze ist ein genügender Pflanzabstand zu beachten, um den Trieben ausreichend Platz zu lassen. Sonnige Standorte rufen das Austreiben vieler Blüten und auch Früchte hervor. Diese zeigen sich im Mai, sind rosa oder weiß, in Trauben hängend. Die Blüten verbleiben bis in den August. Dann treten die apfelartigen Früchte hervor, die auch noch nach dem Winter vorhanden sein können. Der Herbst färbt das zuvor grüne Laub rostrot. Die Torfmyrte. Moorgebiete in Argentinien und Chile sind die Heimat der Torfmyrte, einem immergrünen Kleinstrauch aus der Familie der Heidekrautgewächse. Das Gewächs ist immergrün, der Zierstrauch wächst dicht verzweigt und treibt Ausläufer. Zwischen 40 und 80 cm Höhe werden erreicht, auch 1 Meter ist möglich. In der Breite schafft die Torfmyrte einen halben Meter Ausdehnung. Spiralig an den Zweigen angeordnet sind die Blätter. Von dunklem Grün und mit kurzen Stielen an der Spitze dornig auslaufend. Ein aromatischer Duft ist für die Scheinbeere typisch, der sich beim Zerreiben der Blätter ergibt. Von Mai bis zum Juni zeigt sich die Pflanze mit ihrem Blütenflor, klein und glockenförmig in weiß oder in rosa. Die Blütenstände stehen traubenförmig beieinander. Zweihäusig ist der Strauch. Der Botaniker weiß, es sind sowohl männliche als auch weibliche Pflanzen vorhanden. Der Standort der Bodendecker sollte halbschattig bis sonnig sein. Für das Überwintern im Freien darf ein Wind- und Regenschutz nicht fehlen. Die Moorbeetpflanze bevorzugt den feuchten, humosen und sauren Bodencharakter. Ein hoher Kalkanteil sollte vermieden werden. Mit Rhododendron-Erde verbessert der engagierte Gärtner die Beschaffenheit des Untergrundes. Obwohl die Torfmyrte den feuchten Boden dringend braucht, sollte Staunässe dringend vermieden werden. Also nur gießen, wenn der Boden wirklich zu trocken geworden ist. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.